Hallo und herzlich willkommen. Wir lösen hier zusammen die folgende Aufgabe und beginnen mit erstens, wer benötigt Ergebnistabellen? Um diese Frage beantworten zu können, wollen wir uns zunächst noch einmal vor Augen führen, in welche zwei Hauptbereiche man das Rechnungswesen einteilen kann. Wir unterscheiden im Wesentlichen die beiden Bereiche externes und internes Rechnungswesen. Im Bereich externes Rechnungswesen kümmert man sich zum Beispiel um so Dinge wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Buchhaltung, während zum internen Rechnungswesen unter anderem die Kosten- und Leistungsrechnung zu zählen ist. Hierbei sei noch erwähnt, dass das externe Rechnungswesen auch als sogenannter Rechnungskreis 1 bezeichnet wird, während zum internen Rechnungswesen auch Rechnungskreis 2 gesagt wird. In beiden Bereichen, dem externen und dem internen Rechnungswesen, werden nun Daten benötigt. Dabei holt sich das externe Rechnungswesen die Daten aus der Buchhaltung. Hier werden die Daten in Form von Belegen und auf T-Konten gesammelt, woraus dann später Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellt werden können. Und genauso wie im externen Rechnungswesen benötigt man auch im internen Rechnungswesen Daten. Und um sich das Leben hier ein wenig einfacher zu machen und nicht die Daten selbst von vorne nochmal sammeln zu müssen, bedient man sich einfach der Daten aus der Buchhaltung. Das erspart uns einfach die Arbeit, wir müssen also die Daten nicht immer selbst sammeln, selbst erstellen, sondern können einfach aus der Buchhaltung das uns herausnehmen, was wir benötigen. Und das, was konkret benötigt wird, sind eigentlich nur die Informationen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Denn in der Gewinn- und Verlustrechnung sind genau diejenigen Daten enthalten, die die Kosten- und Leistungsrechnung benötigt. Und hier sind wir genau an dem Punkt angekommen und können nun die Frage beantworten, wer Ergebnistabellen benötigt. Es ist das interne Rechnungswesen. Das interne Rechnungswesen benötigt Ergebnistabellen, um die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung so aufzubereiten, dass sie für die Kosten- und Leistungsrechnung verwendet werden können. Damit sind wir mit der Aufgabe 1 fertig. Wer benötigt Ergebnistabellen, also das externe Rechnungswesen, um damit Kosten- und Leistungsrechnung durchführen zu können anhand von Gewinn- und Verlustrechnungen? Wir machen weiter mit zweitens. Wie ist eine Ergebnistabelle aufgebaut? Hier könnt ihr so ein prinzipielles Schema sehen, wie eine Ergebnistabelle aufgebaut ist. Wir wollen uns hier die einzelnen Bereiche mal kurz anschauen und wollen mal hier oben links in der Ecke beginnen. Da seht ihr schon Rechnungskreis 1, was wir gerade gesehen haben vorhin, nämlich der sogenannte Bereich, der eben die Buchhaltung betrifft und die G&V. Deswegen sehen wir hier eine Zeile auch tiefer, Bereich Buchhaltung und G&V. Und dann sehen wir hier eben diese Trennlinie. Und dann beginnt eben rechts davon hier die Welt des Rechnungskreis 2, also die Welt des externen Rechnungswesens, der Kosten- und Leistungsrechnung. Dann sehen wir eben noch, dass der Rechnungskreis 2 wieder aufgeteilt wird in zwei Bereiche, Abgrenzungsbereich und Betriebsergebnisrechnung. Und der Abgrenzungsbereich wieder in einen Bereich, der heißt unternehmensbezogene Abgrenzungen und Kosten- und leistungsrechnerische Korrekturen. Wobei die Betriebsergebnisrechnung hier die Kosten und Leistungen enthält, nämlich die wir dann später für die Kosten- und Leistungsrechnung brauchen. Dann seht ihr weiter, dass wir hier einmal Kontobezeichnung haben. Dort werden wir in der vierten Punkt der Aufgabe die Begriffe, also die Kontennamen aus der G&V übernehmen. Und dann seht ihr hier, wir haben jeweils Unterteilungen in Aufwendungen und Erträge einerseits. Nur die eine Ausnahme besteht hier rechts. Dort haben wir Kosten und Leistungen. Man kann also hier unten nochmal diese vier Bereiche kurz unterscheiden. Ich möchte sie mal farblich markieren. Einmal dieser Bereich, wo wir gleich die Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung übernehmen werden. Dann die beiden Bereiche hier, in denen dann später die eigentliche Abgrenzung durchgeführt wird. Und schließlich der letzte Bereich hier. Derjenige Bereich, der für uns letztendlich diejenigen Daten enthalten wird, die wir für die Kosten- und Leistungsrechnung benötigen. Als letztes bezüglich des Aufbaus der Ergebnistabelle möchte ich noch auf die Ergebnisse eingehen. Wir werden später, wenn die Ergebnistabelle durchgeführt wurde, Ergebnisse berechnen, nämlich einmal das Gesamtergebnis, dann das Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung, das Ergebnis aus kostenrechnerischen Korrekturen und das Betriebsergebnis. Darauf werden wir einzeln später noch genauer eingehen. Damit haben wir den Grundaufbau einer Ergebnistabelle besprochen. Was hier noch unklar ist, wird später im Verlauf der Aufgaben sich dann von selbst erklären. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufgabenpunkt.
Wir wollen uns kurz dem Aufgabenpunkt 3 widmen. Wofür wird die Ergebnistabelle benötigt? Kurz gesagt, werden wir hier die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung übernehmen, dem Bereich, den ich ja vorhin hier markiert habe, und dann werden wir für die Kosten- und Leistungsrechnung, also für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung, in diesen beiden Bereichen eine sogenannte Abgrenzung durchführen. Was das ist, werden wir später sehen. Und diese Abgrenzung wird dazu führen, dass wir hier im letzten Bereich genau diejenigen Daten erhalten, die wir für die Kosten- und Leistungsrechnung benötigen. Also, wofür wird die Ergebnistabelle benötigt? Sie wird dafür benötigt, dass die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung so abgegrenzt werden, in diesem Bereich, dass daraus am Ende für die Kosten- und Leistungsrechnung brauchbare Werte übrig bleiben. Und wir machen weiter mit viertens. Hier sollen wir nun konkret eine Abgrenzungsrechnung mit Hilfe der Ergebnistabelle durchführen. Dazu ist uns aus der Buchhaltung eine Gewinn- und Verlustrechnung zur Verfügung gestellt worden, hier unten, und wir wollen eine Abgrenzungsrechnung mit Hilfe der Ergebnistabelle durchführen. Hier ist die Ergebnistabelle und ich benötige die G&V, also hole ich mir die kurz rüber. Und wir beginnen mit der Übernahme der Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung in die Ergebnistabelle. Zunächst nehmen wir uns dazu die Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse vor, die ja hier 4.000 Euro betragen, und die tragen wir hier oben in die Ergebnistabelle immer als erstes ein. Und die 4.000 Euro, da sie ja ein Ertrag sind, kommen natürlich hier in die Spalte Erträge rein. Dann seht ihr unter den Umsatzerlösen noch vier weitere Ertragsarten: Bestandsveränderungen, Mieterträge, Erlöse aus Anlagenabgängen und Zinserträge. Hier machen wir genau das Gleiche. Wir übernehmen sie hier hin und dann eben mit den entsprechenden Werten in die Spalte Erträge. Als nächstes übernehmen wir die Aufwendungen. Hier machen wir das genauso. Wir nehmen zuerst eben die Begriffe aus der G&V und schreiben sie hier alle hin und dann rechts daneben in die Spalte Aufwendungen die jeweiligen Beträge. Nur das Eigenkapital, also die Position Eigenkapital, die wir hier sehen, das nehmen wir nicht mit, denn hier handelt es sich um denjenigen Gewinn, den wir erzielt haben, nämlich 1.162 hier. Das war ja das, was wir später ins Eigenkapital gebucht haben. Die Gewinn- und Verlustrechnung, also die G&V, die hat ja an der Stelle da immer den Gewinn gehabt und den brauchen wir hier erstmal nicht. Ihr könnt euch aber die Zahl 1.162 mal merken. Die wird nachher nämlich hier unten in Form des Gesamtergebnisses wiederzufinden sein. Wir machen jedoch nur bis zur Aufwandsposition Zinsaufwendungen. Nur bis dahin übernehmen wir und es fehlen eben noch die Werte und die kommen in die Spalte mit den Aufwendungen rein. Damit wurden alle Werte aus der Gewinn- und Verlustrechnung übernommen, die wir für die Abgrenzungsrechnung brauchen, sodass die Gewinn- und Verlustrechnung hier erstmal wieder weg kann. Jetzt können wir mit der Abgrenzungsrechnung beginnen und wir machen das schrittweise, indem wir zunächst hier oben mit der ersten Position beginnen, mit den Umsatzerlösen für eigene Erzeugnisse, und dann gehen wir Schritt für Schritt runter und gucken, was mit den Beträgen passiert. Und wir wollen uns für die weiteren Überlegungen Folgendes vornehmen. Wir wollen uns mal denken, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, das Fahrräder herstellt, sodass wir diese 4.000 Euro oder wenn das Tausenderbeträge sind, meinetwegen 4 Millionen Euro, dass diese 4 Millionen Euro für die Herstellung und den Verkauf von Fahrrädern entstanden sind. Denn wie ihr wisst, sind ja Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse eben das, was wir für unsere Produkte vom Kunden bekommen. Und wenn wir ein Fahrradhersteller sind, sind es in dem Fall 4 Millionen Euro, die wir für die Fahrräder bekommen. Für diese Position gibt es nun drei Möglichkeiten. Entweder ich übernehme diesen Wert ganz nach rechts außen zu den Leistungen, trage ihn hier ein, oder ich tue es nicht. Denn dann würde ich, statt das hier einzutragen, den Betrag hier oder hier bei den Erträgen abgrenzen müssen. Also drei Möglichkeiten: ich trage die 4.000 hier ein oder ich trage sie hier ein oder ich trage sie eben hier ein. Diese drei Möglichkeiten bestehen. Und wo wir sie eintragen, hängt nun davon ab, wie mir in Unternehmen eben diese Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse betrachten. Wir haben ja gesagt, dass die Kosten- und Leistungsrechnungen, die hier hinten entstehen sollen, solche Daten sein sollen, die für die Kosten- und Leistungsrechnung, also für das externe Rechnungswesen, brauchbar sind. Die Frage ist also, sind diese 4.000 Euro Umsatzerlöse brauchbar? Falls ja, dann tragen wir den Betrag hier ein.
Und brauchbar in dem Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung sind solche Erträge, die sachziel- oder betriebsbezogen sind. Beides kann man sagen, sachzielbezogen oder betriebsbezogen. Es muss sich dabei um Erträge handeln, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang stehen mit dem Verkauf von Fahrrädern, mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrrädern. Und man kann ohne weiteres sagen, dass ein Fahrradhersteller, der Umsatzerlöse vereigener Zeugnisse in Höhe von 4 Millionen Euro für die Herstellung und den Verkauf von Fahrrädern erzielt hat, man kann hier ohne weiteres sagen, dass das ein Ertrag ist, der auf jeden Fall etwas mit einem Fahrradhersteller zu tun hat. Das ist hundertprozentig sachzielbezogen, hundertprozentig betriebsbezogen. Deswegen muss das hier nicht abgegrenzt werden, also hier oder hier eingetragen werden, sondern kann übernommen werden hier in die Spalte 8. Um den Unterschied deutlich zu machen zwischen einem sachzielbezogenen Ertrag und einem, der es nicht ist, wollen wir jetzt nicht sofort weitermachen mit den Bestandsveränderungen, sondern wir widmen uns zunächst mal den Mieterträgen zu, denn die Mieterträge sind eben eine Ertragsart, die überhaupt nicht sachzielbezogen ist. Dazu wollen wir uns nochmal kurz zurück erinnern, wozu wir Mieterträge bekommen, wofür wir Mieterträge erzielen. Diese bekommen wir beispielsweise dann, wenn wir Gebäudeteile, die wir selbst nicht im Moment nutzen, an andere Unternehmen untervermieten. Also jemand kommt und benutzt unsere Lagerhalle, die wir gerade nicht benötigen, und dafür gibt er uns hier, sagen wir mal, 80.000 Euro. Wenn ich diese 80.000 Euro, genauso wie die Umsatzerlöse vereigener Zeugnisse, hier übernehmen würde, dann würde der Eindruck entstehen, dass wir als Fahrradhersteller später, wenn unten die Summe gebildet wird, hier also, dann würde der Eindruck entstehen, dass wir einen Ertrag gemacht haben in Höhe von 4.080.000. Das ist aber ein Wert, der uns in die Irre leitet, denn diese 80.000 Euro, die hier drin stecken, sind durch einen Ertrag entstanden, der eben nichts zu tun hat mit der Herstellung von Fahrrädern. Deswegen rechnen wir uns hier reicher, möchte ich mal sagen, um 80.000 Euro, und es könnte der Eindruck entstehen, dass wir eben ein besseres Ergebnis erzielt haben aufgrund der Herstellung und des Verkaufs von Fahrrädern. Was ja aber nicht stimmt, denn die 80.000 Euro haben ja nichts zu tun mit der Herstellung von Fahrrädern. Deswegen geht man aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung so vor, dass man sagt, die 80.000 Euro wollen wir hier nicht haben in der Kosten- und Leistungsrechnung, sondern wir grenzen sie ab. Wir sorgen also dafür, dass die 80.000 nicht hier rechts erscheinen, sondern wir grenzen sie ab, und zwar erfolgt das hier. Und das erfolgt eben hier, weil Mieterträge, wie es hier oben steht, betriebsfremd sind. Zugehörig zum Betrieb sind eben nur Erträge, die etwas zu tun haben mit der Herstellung von Fahrrädern, nämlich die Umsatzerlöse vereigener Zeugnisse selbst, die haben ja was damit zu tun. Und Erträge, die das nicht sind, wie der Mietertrag, sind betriebsfremd. Deswegen müssen die hier abgegrenzt werden. Und wir wollen uns mal kurz erinnern, warum die Ergebnistabelle eigentlich gemacht wird. Wie ihr wisst, aus diesem Schaubild ist ja hervorgegangen, dass eben das interne Rechnungswesen hier rechts, der Rechnungskreis 2, für die Kosten- und Leistungsrechnung Daten benötigt. Und derjenige Adressat der Kosten- und Leistungsrechnung im Unternehmen ist die Unternehmensleitung. Und die Unternehmensleitung interessiert sich eben für diejenigen Daten, die wichtig sind, um das Unternehmen leiten und steuern zu können. Die Unternehmensleitung darf sich dabei nicht ablenken lassen mit Erträgen und Aufwendungen, die nichts zu tun haben mit der Herstellung von Fahrrädern. Denn wenn wir hier nochmal zurück wollen und uns überlegen würden, was würde passieren, wenn die 80.000 tatsächlich hier gestanden hätten, dann hätten wir hier einen Ertrag zu stehen, der Unternehmensleitung suggerieren würde, dass wir eben mehr Erträge erzielt haben mit der Herstellung von Fahrrädern als nämlich nur die 4 Millionen oben. Die Unternehmensleitung möchte aber eben nicht, dass diese 80.000 für die Mieterträge hier reinkommen, weil dann nämlich insgesamt der Eindruck entstehen würde, dass wir betriebswirtschaftlich gesehen besser dastehen, als eben ohne diesen Ertrag hier zu übernehmen. Also sagt sich die Unternehmensleitung, wir grenzen das hier ab. Und genauso, das kann ich gleich hier übernehmen, sieht es mit den Zinserträgen aus. Hier die 50.000 Euro Zinserträge sind nämlich diejenigen Erträge, die wir für das Verleihen von Geld bekommen, sei es, dass wir Zinsen in der Bank angelegt haben oder einem anderen befreundeten Unternehmen ein Darlehen gegeben haben oder wenn wir Verzugszinsen in Rechnung stellen. Zinserträge sind auch
nicht sachzielbezogen, nicht betriebsbezogen, würden also hier hinten nur künstlich das Betriebsergebnis erhöhen und wären somit schädlich für die Unternehmensleitung, für das Verständnis, wie hoch der Gewinn eigentlich ist, das Betriebsergebnis. Insofern sind die hier nicht zu übernehmen, sie sind betriebsfremd und werden auch eben hier übernommen. Also die 50.000 Euro werden hier abgegrenzt. Wir möchten also festhalten, dass Mieterträge und Zinserträge betriebsfremde Erträge sind und deswegen nicht in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen werden sollen. Und wir machen weiter mit den Bestandsveränderungen, hier in Höhe von 150.000 Euro. Bestandsveränderungen können Bestandsmehrungen oder Bestandsminderungen sein. Wenn sie wie hier auf der rechten Seite stehen, also bei den Erträgen, sind es Bestandsmehrungen. Hätte der Betrag hier gestanden, dann wüssten wir, dass es Bestandsminderungen sind. Also Bestandsmehrungen in diesem Fall. Bestandsmehrungen sind in diesem Fall hier diejenigen fertigen Erzeugnisse, unfertigen Erzeugnisse, die wir hergestellt haben, aber eben nicht verkaufen konnten in dieser Periode. Wir zählen sie aber trotzdem zu den Leistungen, weil, wie wir ja gesagt haben, hier kommen ja nur diejenigen Beträge hin, die eben sachzielbezogen sind. Und die Herstellung von Fahrrädern, selbst wenn sie noch nicht verkauft wurden, sind aus Sicht eines Fahrradherstellers immer sachzielbezogen, immer betriebsbezogen. Also kommen die 150.000 Euro hier rein und werden nicht abgegrenzt. Wir machen dann weiter mit der nächsten Position, Erlöse aus Anlagenabgängen. Wofür können die nun entstehen? Wenn ein Unternehmen wie der Fahrradhersteller hier beispielsweise eine alte Produktionsanlage, eine alte Maschine oder einen nicht mehr benötigten LKW verkauft, also jedes Anlagegut im Prinzip verkauft, dann können wir dadurch ja noch durch den Verkauf des nicht mehr benötigten Anlagegutes ja dennoch irgendwie einen Erlös erzielen. Ja, für die alten Gegenstände kriegen wir eventuell noch was. Und dieser Erlös ist eben abzugrenzen. Wir tragen in diesem Fall in diese Spalte ein. Denn er ist nicht sachzielbezogen. Und dann entsteht ja natürlich sofort die Frage, was wird denn sonst noch alles eben in diesem Bereich abgegrenzt? Man kann sagen, dazu gehören diejenigen Aufwendungen, Erträge, die periodenfremd sind oder außerordentlich, außergewöhnlich, sagt man. Und der Verkauf so einer Anlage, das kommt ja relativ selten vor, also es ist eine außerordentliche Geschichte. Deswegen wird das hier halt abgegrenzt. Also außerordentlich und periodenfremd. Was ist nun mit periodenfremd gemeint? Beispielsweise eine Steuernachzahlung, die hier in diesem Monat beispielsweise hätte in der G&V vorliegen können, im Aufwandsbereich natürlich, die hätten wir dann auch eben in dieser Spalte abgegrenzt, weil sie periodenfremd wäre. Also lässt sich nochmal zusammenfassend sagen, dass wir hier in diesem Bereich die außerordentlichen und periodenfremden Aufwendungen und Erträge abgrenzen und in diesem Bereich diejenigen, die betriebsfremd sind. Okay, also die 30.000 kommen nicht hier rüber aus besagtem Grund. Wir machen weiter mit den Aufwendungen für Rohstoffe. Aufwendungen für Rohstoffe haben wir für das gekaufte Material, also beispielsweise Stahl, um diese Fahrräder herstellen zu können. Und diese natürlich ein betriebsbezogener Aufwand, denn wir kaufen Rohstoffe aus demjenigen Sachziel, aus demjenigen Grund, um damit Fahrräder herstellen zu können. Das ist also auf jeden Fall ein Aufwand, der hier rein kann. Und das sind dann eben Kosten. Also sachzielbezogener Aufwand sind Kosten. Genauso mit den Hilfsstoffen. Hilfsstoffe benötigen wir, um die Fahrräder herstellen zu können und dann verkaufen zu können. Auch sachzielbezogener Aufwand kommt hier rüber. Dann geht es weiter mit der nächsten Position, Löhne. Wir bezahlen unsere Arbeiter dafür, dass sie die Hilfsstoffe und Rohstoffe miteinander kombinieren und Fahrräder herstellen, die wir verkaufen können. Löhne sind auch auf jeden Fall sachzielbezogen. Kommen hier rüber zu den Kosten. Und die Gehälter genauso. Wir bezahlen unsere Angestellten in der Verwaltung beispielsweise dafür, dass sie alles, was notwendig ist, tun, damit diese Fahrräder verkauft werden können. Es ist eine Ausgabe, die sachzielbezogen ist. Wir benötigen diese Ausgabe quasi, um die Fahrräder herstellen zu können. Also Gehälter auch auf jeden Fall hier rüber. Beim nächsten Punkt, die Abschreibung auf Sachanlagen, müssen wir ein bisschen aufpassen, die 200.000 Euro hier. Abschreibungen ist derjenige Wertverlust, der an unseren Gegenständen des Anlagevermögens entsteht. Und der entsteht ja natürlich, weil wir betriebsbezogen irgendwas herstellen. Also wir haben ja den Verschleiß an Maschinen und an Produktionsanlagen aus dem Grund, weil wir eben Fahrräder herstellen. Also ist es natürlich hundertprozentig
davon auszugehen, dass das ein sachzielbezogener Aufwand ist und man kann davon ausgehen, dass das eben sofort hier so übertragen werden kann. Nun ist aber Folgendes zu sagen, wir müssen hier vorsichtig sein, dazu möchte ich mal in die Aufgabenstellung nochmal reingehen. Hier steht nämlich geschrieben, dass wir hier unten, habe ich das nochmal ergänzt, Zusatzangaben, die kalkulatorischen Abschreibungen betragen 220.000 Euro, kalkulatorische Abschreibungen, während wir hier in der Ergebnistabelle nur diese 200.000 haben. Dazu nochmal kurz der Unterschied zwischen kalkulatorischen Abschreibungen und denjenigen, die wir hier haben. Kalkulatorische Abschreibungen sind diejenigen Abschreibungen, die wir aufgrund sogenannter Wiederbeschaffungskosten unserer Anlagen vornehmen, während diese hier, die 200.000, gebildet wurden anhand der sogenannten Anschaffungskosten. Das ist der Unterschied. Und wir nennen eben diese hier mit den 200.000 die sogenannten bilanziellen Abschreibungen und die in der Aufgabenstellung die kalkulatorischen Abschreibungen. Man macht es nun so, dass man hier unten ergänzt eben, dass man hier reinschreibt kalkulatorische Kosten und dann eben kalkulatorische Abschreibung hier einfügt und dann eine Abgrenzung durchführt in diesem Bereich, die dazu führen wird, dass wir kalkulatorische Abschreibungen in die Kostenrechnung übernehmen anstatt der bilanziellen Abschreibung. Man geht so vor, dass man zunächst diese bilanziellen Abschreibungen, 200.000 Euro, dass man die übernimmt und eben in dieser Spalte erfasst. 200.000 schreibt man hier rein. Damit haben wir sie abgegrenzt, haben wir dafür gesorgt, dass die 200.000 nicht in die Kosten- und Leistungsrechnung reinkommen, weil wir den Wert nicht wollen, sondern wir wollen die aus der Aufgabenstellung, die 220.000 Euro kalkulatorische Abschreibung. Also gehen wir hier unten auf die Zeile, gehen wir zu der Zeile kalkulatorischen Abschreibung und gehen bis rüber zu dieser Zelle und übertragen hier eben den Wert der kalkulatorischen Abschreibung. Einmal und noch ein zweites Mal hier drüben. Warum das so gemacht wird, werde ich euch später erzählen, wenn es um die Auswertung der Ergebnisse geht, wenn es hier unten um die Auswertung des Ergebnisses aus Kosten und Ergebnis aus kostenrechnerischen Korrekturen geht. Dort werde ich euch erklären, warum es notwendig ist, einmal hier die kalkulatorische Abschreibung reinzuschreiben und einmal hier die bilanzielle Abschreibung. Jetzt aber wollen wir kurz noch weitermachen mit den Zinsaufwendungen. Nein, Moment, wir sind hier noch bei den Anlagenabgängen. Anlagenabgänge, diese Position steht im Zusammenhang mit der Position hier oben Erlöse aus Anlagenabgängen. Wir haben ja gesagt, dass die Erlöse aus Anlagenabgängen dasjenige ist, was wir noch vom Käufer unserer veralteten Anlagen bekommen, nämlich 30.000 Euro in dem Fall. Die Anlagenabgänge, die ihr hier seht, die 18.000 Euro, sind eben der Wert dieser Anlagen, mit dem sie noch in der Buchhaltung verzeichnet waren. Wenn es hier also zum Beispiel eine alte Anlage, eine alte Maschine ist, die wir verkauft haben, dann kann man sagen, 30.000 haben wir vom Kunden, vom Käufer bekommen und 18.000 war sie noch wert gewesen, sodass wir quasi einen Gewinn gemacht haben, wenn man so möchte, in Höhe von 30.000 Euro minus 18.000 Euro. Ja, 30.000 war sie noch wert, das hat uns der Kunde gegeben, 18.000, mit dem stand das Ding noch in den Büchern, also haben wir 12.000 Euro Gewinn gemacht. Diese Anlagenabgänge gehören zu der Position hier oben. Und die haben wir hier abgegrenzt bei den Erträgen. Folglich grenzen wir diese 18.000 Aufwand eben bei den Aufwendungen hier ab. Hat in der Kosten- und Leistungsrechnung nichts zu suchen. Dann kommen wir zu den Zinsaufwendungen. 140.000 Euro. Dieses sind sogenannte bilanzielle Zinsen. Genauso wie hier oben, wie wir gesagt haben, sogenannte bilanzielle Abschreibungen. So sind das hier eben bilanzielle Zinsen. Und in der Aufgabenstellung sehen wir, dass wir eine kalkulatorische Zinsen in Höhe von 250.000 Euro haben. Wir gehen hier genauso vor wie mit den kalkulatorischen Abschreibungen. Wir tragen hier unten kalkulatorische Zinsen ein. Dann gehen wir noch mal nach oben zu den Zinsaufwendungen und sagen, diese bilanzielle Zinsen wollen wir hier abgrenzen, genauso wie wir das vorhin mit den kalkulatorischen Abschreibungen gemacht haben. Ja, da haben wir auch die 200.000 hier übernommen, wie hier zu sehen ist. Hier machen wir das genauso mit den 140.000 bilanzielle Zinsen. Und dann gucken wir uns an, wie hoch sind denn die kalkulatorischen Zinsen? 250.000 Euro. Und wir übernehmen hier die kalkulatorischen Zinsen. Wir gehen bis ganz nach rechts rüber und übernehmen die kalkulatorischen Zinsen in diese Zelle.
Und dann noch ein letztes Mal die 250.000 hier bei den Kosten. Wir wollen also, dass in der Kosten- und Leistungsrechnung nicht bilanzielle Zinsen erscheinen, sondern kalkulatorische Zinsen. Und gleichzeitig nehmen wir eine Abgrenzung in diesem Bereich vor, in der Art, dass wir die bilanziellen Zinsen hier hinschreiben und die kalkulatorischen Zinsen einmal hier unten. Genauso wie bei den Abschreibungen haben wir es genauso gemacht, die 200.000 bilanzielle Abschreibung hier, die kalkulatorische Abschreibung einmal hier und die kalkulatorische Abschreibung einmal hier. Jetzt merke ich, ich habe hier noch eine freie Zeile, die werde ich nutzen, um noch eine weitere kalkulatorische Kostenart hier zu übernehmen. Die werdet ihr dann später in der Aufgabe sehen. Hier habe ich sie jetzt noch nicht ergänzt, mache ich aber kurz. Und zwar mache ich mal kalkulatorischer Unternehmerlohn. Das ist derjenige Unternehmerlohn. Moment, also kurz noch korrigieren. Okay. Kalkulatorischer Unternehmerlohn, das ist derjenige Lohn, den ein Einzelunternehmer oder ein Gesellschafter einer OHG beispielsweise in einem Unternehmen bekommt, wenn er nicht selbst dort angestellt ist, sondern als Unternehmer quasi, naja, nur aus dem Gewinn eben seinen Anteil bekommt. Wie wir ja wissen, ist es in einer GmbH meistens ja so, dass dort ein Gesellschafter, wenn er selbst mitarbeitet, sich selbst ein Gehalt auszahlt, aber in einer OHG, bei einem Einzelunternehmen ist das ja nicht der Fall. Und deswegen setzen wir in so einer Situation gerne kalkulatorischen Unternehmerlohn ein und der zählt ja eben auch zu den kalkulatorischen Kosten. Wollen wir davon ausgehen, dass er so 15.000 Euro verdient, also hier in Tausendern ausgedrückt, 15.000 Euro kalkulatorischer Unternehmerlohn und der gehört eben auch in die Ergebnistabelle hier unten einzutragen und wir übernehmen die 15.000 hier einmal in die Spalte mit den Erträgen aus den Kosten- und leistungsrechnerischen Korrekturen und dann noch einmal hier rechts bei den Kosten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Nun wollen wir jetzt mal kurz einen Unterschied zwischen dem kalkulatorischen Unternehmerlohn und den kalkulatorischen Zinsen anschauen. Wie ihr seht, kalkulatorische Zinsen hatten wir hier tatsächlich in der Spalte mit den Aufwendungen zu stehen mit einem bestimmten Wert, 140.000 Euro. Bei dem kalkulatorischen Unternehmerlohn sehen wir hier nichts. Dann haben wir die kalkulatorischen, also die bilanziellen Zinsen einmal hierhin übertragen, gesagt, hier machen wir die Abgrenzung und stattdessen eben die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 250.000 Euro einmal hier und einmal hier drüben übernommen. Beim kalkulatorischen Unternehmerlohn haben wir das hier unten auch, einmal hier und einmal hier, aber es fehlt eben diese Position, die wir hier bei den kalkulatorischen Zinsen gehabt haben. Wenn wir uns die Zinsen nochmal angucken, haben wir hier einen Wert der bilanziellen Zinsen mit 140.000 Euro und einen Wert der kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 250.000 Euro. Weil eben hier die Zinsen in die Kosten- und Leistungsrechnung mit einem anderen Wert einfließen, als wir Zinsen in dem Bereich Buchhaltung gehabt haben, sagt man bei den Zinsen auch, also bei den kalkulatorischen Zinsen, dass es sich um sogenannte Anderskosten handelt. Weil nämlich eben die Zinsen mit einem anderen Wert, als sie in der Buchhaltung waren, in die Kosten- und Leistungsrechnung einfließen. Nämlich mit dem anderen Wert von 250.000 Euro. Beim kalkulatorischen Unternehmerlohn, wo hier in der Buchhaltung gar nichts zu sehen war, denn es gibt keine Entsprechung in der Buchhaltung, dort haben wir hier wie gesagt nichts und übernehmen dann die 15.000 Euro einmalig hier in die Kosten- und Leistungsrechnung rüber, obwohl wir sie in der Buchhaltung nicht hatten. Deswegen sagt man dazu auch, dass es sich hierbei um Zusatzkosten handelt, weil sie eben zusätzlich zu den anderen Kosten in der Kosten- und Leistungsrechnung erscheinen, zusätzlich eben, weil sie nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung zu sehen waren, weil es sie dort nicht gab. Okay, damit haben wir die komplette Ergebnistabelle aufgestellt. Kurze Wiederholung noch. Einmalig. Wir haben hier einmal also betriebsbedingte Erträge und betriebsbedingte Aufwendungen, sachzielbezogene Erträge, sachzielbezogene Aufwendungen, die in die Spalten 7 und 8 der Kosten- und Leistungsrechnung übernommen werden, weil sie sachzielbezogen sind. Dann haben wir betriebsfremde Erträge, wie eben Mieterträge und Zinserträge, die abgegrenzt werden in diesen beiden Spalten sozusagen. Und dann hatten wir eben periodenfremde und außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die hier abgegrenzt werden. Und darüber hinaus hatten wir eben noch hier den Bereich, also außer den periodenfremden und außer den außerordentlichen Aufwendungen, die hier abgegrenzt werden, hatten wir eben noch die sogenannten kalkulatorischen Kosten, die in den Spalten 5 und 6 abgegrenzt werden. Damit haben wir die Ergebnistabelle einmal
komplett bearbeitet. Fehlt hier noch unten die Summenbildung. Wir müssen also jetzt hier unten noch die Summen bilden, wie hier zu sehen ist. Das machen wir über alle Spalten. Das kann ich hier mal mit Excel machen. Und der letzte Schritt besteht nun darin, dass wir die einzelnen Ergebnisse berechnen wollen. Das Gesamtergebnis hier berechnen wir, indem wir 4310 rechnen minus 3148. 4310 minus 3148 und das macht 1162. Das ist eben das Gesamtergebnis. Das übernehmen wir dann hier in die Zeile der Ergebnisse und wohlgemerkt unterhalb desjenigen Ergebnisses, unterhalb der kleineren Zahl. Also diese soeben berechneten 1162 Euro schreiben wir hier unter die kleinere Zahl, also unter die 3148. 1162 Euro, also genau das, was wir auch in der G&V hatten. Wenn euch das hier mal anschaut, hier beim Eigenkapital unten seht ihr auch 1162. Es ist eben nichts weiter als der Gewinn. Der heißt hier Gesamtergebnis in der Ergebnistabelle. Dann machen wir weiter mit dem Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung. Jetzt haben wir hier nur Erträge gehabt, die abgegrenzt wurden. In den nachfolgenden Aufgaben werdet ihr sehen, dass auch Aufwendungen hier vorhanden sein werden. In dem Fall sind es nur Erträge, also rechnen wir 130.000 minus 0. 130.000 minus 0 ist 130.000 und wir schreiben es unter die kleinere Zahl. Naja, wenn hier eine 0 steht, dann ist ja die 0 eben die kleinere Zahl und darunter steht dann jetzt hier die 130.000 Euro. Das ist das Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung. Hier rechnen wir 515.000 minus 358.000 und schreiben das unter die kleinere Zahl. Und das ist eben das Ergebnis aus kosten- und leistungsrechnerischen Korrekturen. Und das Betriebsergebnis nun ergibt sich, indem wir rechnen 4.150 minus 3.275. Und wir schreiben es natürlich wieder unter die kleinere Zahl. Und damit sind wir mit der Ergebnistabelle komplett fertig. Ich möchte noch eben kurz auf die Ergebnisse eingehen, damit ihr seht, welcher Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen besteht. Und zwar lässt sich hier die folgende Formel ableiten. Gesamtergebnis ist gleich Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung plus Ergebnis aus kostenrechnerischen Korrekturen plus Betriebsergebnis. Wir wollen kurz überprüfen, ob das stimmt. Wir geben mal die Werte ein. Das Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung ist ja 130.000, dann plus 175.000. Ups, plus 175.000. Plus das Betriebsergebnis 875.000 Euro. Und es kommt eben raus. Ups, ein Fehler, ich habe mich irgendwo vertan. Also nochmal 130.000 plus 157.000 plus 875.000 und wir kommen auf 1.162.000, unser Gesamtergebnis. Als letztes sei noch erwähnt, dass das Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung und kostenrechnerischen Korrekturen, das ist also das gemeinsame Ergebnis, wird bezeichnet auch als neutrales Ergebnis. Das neutrale Ergebnis beträgt also 130 plus 157. Das neutrale Ergebnis beträgt 287.000 Euro. Also kann man auch sagen, dass das Gesamtergebnis ist neutrales Ergebnis plus Betriebsergebnis. Ich habe das hier nur eingefügt, weil das ganz gerne auch mal so abgefragt wird. So, damit sind wir durch die gröbste Theorie der Ergebnistabelle durch. Ich möchte euch hier ermutigen, die nachfolgenden Aufgaben dazu auf jeden Fall noch zu machen. Man ist hier nach so einem ersten Durchlauf keinesfalls komplett Meister der Ergebnistabelle, möchte ich mal sagen. Vieles ist hier natürlich unklar für Anfänger. Warum gibt es das Ganze überhaupt? Wir möchten uns wirklich als wichtigsten Stichpunkt festhalten, dass die Unternehmensleitung, die ja der Adressat der Kosten- und Leistungsrechnung ist, diejenigen Aufwendungen und Erträge aus der G&V sich holt, die denen in den Kram passen, also nur die sachzielbezogen sind, ja, die werden übernommen und die anderen werden von denen eben abgegrenzt in der Abgrenzungsrechnung. Das war die Grundidee der Ergebnistabelle, warum sie gemacht wird. Und genauso wie hier unten dann die kalkulatorischen Kosten hier übernommen werden in der Höhe, die man gerne hätte, nämlich die kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen in der Höhe, die man hätte und nicht wie sie in der Bilanz gewesen wären mit den anderen Werten. Und dass man hier noch zusätzlich Kosten dazu packt,
die es gar nicht in der Buchhaltung gegeben hätte, wie den kalkulatorischen Unternehmerlohn. Also die Unternehmensleitung sagt sich, wir hätten ganz gerne Daten aus der G&V, aber nur die, die uns passen, die sachzielbezogen sind. Und die, die uns nicht passen, von der Höhe nach, wie die bilanzielle Abschreibung, da nehmen wir unsere eigene Abschreibung und packen die hier rein. Wir verändern das hier quasi. Und wenn die Buchhaltung diejenigen Werte nicht hat, die wir trotzdem noch brauchen, wie den kalkulatorischen Unternehmerlohn, dann nehmen wir den hier uns einfach so rein, wie wir den brauchen, selbst wenn es den hier gar nicht gegeben hätte in der Gewinn- und Verlustrechnung. Also die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Datenlieferant für die Kosten- und Leistungsrechnung, aber eben die Kosten- und Leistungsrechnung behält sich vor, diejenigen Werte sich rauszupicken, die denen gefallen und diejenigen Werte so zu verändern und anzupassen, wie es denen halt in den Kram passt. Und die schwierigste Frage natürlich bei der Ergebnistabelle ist, warum benötigen wir denn hier überhaupt diese Abgrenzung? Warum können wir nicht einfach die Kosten und Leistungen, wie sie hier sind, so reinschreiben? Warum müssen wir jetzt hier die bilanziellen Abschreibungen 200.000 einmal hier reinschreiben und die kalkulatorischen einmal hier? Warum müssen wir die bilanziellen Zinsen einmal hier und die kalkulatorischen Zinsen einmal hier reinschreiben? Was soll das Ganze? Nun, durch diese Information jetzt hier, die wir hier unten durch Abziehen der Erträge und Aufwendungen bekommen, nämlich das Ergebnis aus kostenrechnerischen Korrekturen. Diese 157.000 Euro sind für die Unternehmensleitung ebenfalls wichtig, weil nämlich durch diese beiden Werte wir hier unten halt feststellen können, wie hoch ist denn das neutrale Ergebnis anteilig sozusagen am Gesamtergebnis im Vergleich zum Betriebsergebnis. Wenn wir jetzt sehr krasse Abweichungen gehabt hätten, kann ich ja beispielsweise mal jetzt annehmen, dass wir wollen einfach mal annehmen, dass das Ergebnis jetzt hier sehr hoch gewesen wäre. Einfach mal so. Wir sagen mal, das wäre 400.000 gewesen und das hier wäre 300.000 gewesen. Dann hätten wir festgestellt, na nun, das Betriebsergebnis ist ja relativ klein im Vergleich zu diesen sehr hohen Abgrenzungswerten. Also eine Information quasi, die uns hier sagt, dass der wesentliche Teil des Gesamtergebnisses sich zusammensetzt aus Erträgen, die eben nichts zu tun haben mit dem Herstellen von Fahrrädern. Ja? Denn wenn jemand, der sich mit Ergebnistabellen auskennt, sich die angucken würde jetzt hier so, obwohl wir jetzt natürlich sagen müssen, dass dann hier das Gesamtergebnis wesentlich größer jetzt wäre, nämlich die Summe aus den drei Werten können wir vielleicht mal machen. Wir sagen jetzt hier einfach, das Gesamtergebnis ist gleich die drei Werte, die wir hier haben. Also ich passe das jetzt mal hier in meine Ausführungen an. So, das Gesamtergebnis ist so hoch und nach der Abgrenzungsrechnung könnten wir dann sagen, schaut mal, liebe Unternehmensleitung, nur 875.000 Euro sind betriebsbezogen von den erwirtschafteten 1.575.000 Euro. Hier, schaut mal, wie viel abgegrenzt wurde, wie viel also entfällt auf sogenannte betriebsfremde Erträge beispielsweise oder auf die Differenz von kalkulatorischen zu bilanziellen Abschreibungen oder auf den Verkauf von Anlagenabgängen. Ja, erst jetzt können wir quasi sagen, schaut mal, unser Kerngeschäft erzielt ja nur in Anführungszeichen 875.000 Euro. Eventuell ist das eben ein nicht wünschenswertes Ergebnis, weil man sich denkt, da beispielsweise als Fahrradhersteller sollte man eben ein größeres Betriebsergebnis anteilig erzielen an den anderen Ergebnissen. Also dafür macht man das Ganze, um den Unterschied feststellen zu können zwischen Betriebsergebnis und neutralem Ergebnis, das nichts zu tun hat, sozusagen sachzielbezogen mit dem Fahrradherstellen hier beispielsweise. Deswegen wird das Ganze gemacht. Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten. Es war eine sehr, sehr schwierige und lange Aufgabe. Hier musste aber sein, um die Ergebnistabelle so gut wie möglich erklären zu können, denn ich weiß, dass viele Azubis und auch Studenten große Schwierigkeiten haben mit dem Verständnis der Ergebnistabelle. Deswegen habe ich mir das jetzt wirklich hier einfach mal die Zeit genommen, um das einfach hier mal sehr, sehr ausführlich zu machen. Klar, Videos sollten kürzer sein, vergesst aber bitte nicht, wie schwer diese Ergebnistabelle bestimmt euch auch gefallen ist, in der Schule die zu verstehen. Ich hoffe, ich habe hier das einigermaßen gut rüberbringen können. Also, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir ein Like zu hinterlassen, vergesst auch nicht, mir einen schönen Kommentar vielleicht zu hinterlassen und vergesst auch nicht, mich zu abonnieren. Bis zur nächsten Aufgabe, macht's gut.